mega stark ist. Ja, ist ein bisschen. Mittlerweile sind sie nicht mehr so krass, die Burner, aber sie sind zumindest stärker als generische. Ja, ja, das schon. Ich habe ewig keinen Arab-Pocket mehr gespielt, von daher erwartet nicht zu viel von mir. Sarazenen, Äthiopier, Wikinger, Litauer. Okay, Sarazenen-Profilbild ist wild. Der Sarazene würde. Camels gehen? Ist wild. Danke, dass du es verstanden hast. Heute rennen sie Schmiss. Ich darf mich jetzt wieder meine Hotkeys aufregen. Die fixe ich auch nicht mehr. Ich gewöhne mich jetzt neu. Leg einfach mit jedem Spiel ein Hotkey neu um. Boah. Nach 10 Spielen bist du dann mal wieder durch. Immerhin weiß ich diesmal, dass ich mein Hotkey für meinen Knopfzentrum nicht habe. Daniel, warum spielst du keine Teute? Mongol, ich habe einen schlechten Scout. Ja. Hat der Liebe dir so absolut richtig erkannt. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ah, da fällt mir ein, ich muss als Pocket, also als Ding muss ich ja wollen, oder? Nicht das Pocket als Flank. Sollte ich wollen, oder? Wäre hilfreich, ja. Nein, in der Pocket wollte ich nie. Da spiele ich ganz klassisch Balls, Balls, no Balls. Schaut sogar wallbar aus. Habe ich das Gefühl, der laggt schon wieder ein bisschen. Naja, es laggt. Ja, der Gelbe. Oder wenn der jetzt schon laggt. Okay, Bücheron. Okay, Chasseo. Hey, was ist so? Alter, hat sich das Reh jetzt schnell resettet. C'est une biala. Ah, ich hab mein Haus dumm gebaut. Das war mein Panic-Haus hier. Chasseo. Hey, Chasseo. Oui, Chasseo. Oh,
Nee, Lim ist nach links gerutscht, der Hotkey hierher. Okay. Hey, Chasseo. Schafe zum Einsammeln. Hey, Chasseo, Oil. Oui, Chasseo. Kefe, Chasseo, Maro. Oui. Pastisso. Wo läufst du denn hin, Mensch? Der Scout steht doch Heidel über dir. Kehe, Kefe, Oe. Hey. Kehe, Oil. Was ist so? Ab 10er Pop. Einmal in YouTube angeguckt, direkt umgesetzt. Das ist schön. Ich hab auch noch einen Flug hier bei mir. Hier, du kannst ja hier vielleicht ein Tor reinmachen. Auch wenn es architektonisch nicht ganz reinpasst, aber. Auf den Scout. Sehr gut. Was hat denn Daniel gemacht? Ah, ich muss dann schauen, weil irgendwie habe ich gerade zu wenig Holz für Schmiede. Ach Gott, meine Archer-Bilder sind nicht gut. Muss ich kurz meine Ding eidern. Lass mal hier dann auf den Ding sammeln. Hab Kriegsbeutel für dich. Bitte. Der spielt offen, okay. Daniel, wenn du mich supportest. Ja, ich bin da. Okay, Orange ist noch ein Wilder. Dann komm, geh ich mit meiner Archer vor. Kommst du? Ja. Achtung, Spear, also das ist cool. Okay, was ist das? Was Gott? Ein Will haben wir gekriegt. Kannst hier oben rein. Okay. Ja, ich bin gerade unterwegs. Oh shit, die haben wir zugemacht. Okay, der hat dann Tower. Achtung auf den Spear. Nicht so weit nach vorne gehen. Der hat relativ viele Scouts. Ich glaube, wir können ja einfach erstmal den Hügel kurz campen. Okay. Hey, was ist so? Wie schon?
Aber wenn wir ein bisschen. Wir wissen, dass er vom Gold unten ist, Daniel, das ist schon mal gut. Immer Archer fokussen. Bei mir kommen Scout in die Dings. Ja. Geh kurz mit deinem Scout, mit meinen Scouts zurück. Ah, da shit, ich hab da. Ja, das war ganz schlecht von mir. Bleib hinten, bleib mit Mission auf Müdel dann. Auf Müdel. Zurück, zurück, zurück. Gelb hat alles Klaus verloren. Sehr schön. Ich stelle Hügel gar nicht aufgepasst. Ja, dann geh zurück, geh zurück, geh zurück. Nur nicht Archer mal so verlieren. Ich hab noch ein Wheel von Rot gekriegt. Noch einen. Läufst du mit dem Scout rein? Ja, okay. Da bleibt ein Sammelpunkt immer noch da. Einmal. Mm. Also ist off. Ah, meine ganze Eco ist voll im Arsch. Ah, I'm so bad at this game. Aber Rot hat, glaube ich, ein bisschen Probleme, oder? Kann das sein? Hier ist einer, der hat den ganzen. Deso! Die Asche! Na gut, ich verliere alles raus. Was? Achso. Egal, ja, ist. Da, sorry, ich habe auf der anderen Seite Villager umgebracht. Ich hab's in der Base. Hm. Was sind die denn so stark, Hilfe? Dann geh unter deinen Tits. Na, scheiße. Ja, ich hätte jetzt keine Arschung mehr bauen. Ja, passt schon. Ich bring Rot noch, ihr Brot noch ein paar Villager umgebracht. Der baut da einen zweiten Tower schon. Ja, ich hab's gesehen. Und da dann noch einen Bot. Also Rot haben wir ziemlich weh dann schon. Ich hab hochgeklickt. Ja. Ich baue gerade einen Markt, dass ich hochkomme. Die Frage ist, Daniel, wollen wir weitergehen zum Pocket? Ja, ich guck mal vorbei. Bleib du halt hier, oder willst du weiter vorbei? Oder sammelst du deine Archer? Ne, ich hätte jetzt da meine. Ich hab noch seine Archer geklärt von Rot. Ja. Okay. Mhm. Ich hab auch hochgeklickt. Dann komme ich vor, ich hab 26 Archer. Okay, hast du noch ein paar Archer übrig, dann könnten wir vorgehen? 6 Stück. Okay. Bau da ruhig mal ein Tor oder so hin, ja genau. Okay, das ist nicht unsere Seite, das ist schon mal okay. Ich push ihn off Gold, in gelben. Sehr gut. Der baut einen Siege Workshop. Ein Villa da verloren. Und schon mal einfach Archer weiter produzieren. Ja, ich gehe jetzt zurück, weil der hat ein paar. Ich bin ab, der hat nämlich jetzt einen Siege Workshop und ein paar
Ist okay. Und der Barita schon. Ja, shit, der hat da ein paar Knights. Also, was Scouts noch? Ich hab noch ein Spiel verloren, schade. Stell den ruhig auf Autoscout. Okay, ich krieg hier oben einen richtig schönen Snipe hin von Wills. Hast du schon. Okay, du hast eh schon zwei defensiv, Daniel, weil dann können wir im Prinzip rot seine Tower diven auf jeden Fall und die Siegern. Ja. Ich bin gleich oben. Was macht ihr denn? Kommt doch mal hier. Dann hast du einen Crossbow drin? Ja, gleich. Botkin und Crossbow ist gleich drinnen. Schauen wir mal zum Gold von Rot vielleicht. Also dann gehe ich auch innen. Da hat er noch einen Tower. Okay, der hat da... Die Mange müsstest wegmachen. Ich kann nicht. Was ist die Camels? Wie gesagt, mit Camels verliert er. Das, da bist du mit Nice besser dran, weißt mehr da... Weißt was. Was ist die so? Siege Workshop incoming. Ich wollte gerade sagen, Siege Workshop. Ich wollte gerade Holz schicken. Dann sehe ich, dass du deinen da gerade platziert hast. Ich meine, wenn du ein bisschen Holz hast. Ich stress eure Pocket jetzt gerade auch nochmal ein bisschen. Oh, danke. Das schadet nicht. Du bist der beste Mann, Alter. Achtung! Kein Problem, Achtung! Habt ihr auf eurer Seite ist. Ja, aber lass uns drauf gehen, lass uns drauf gehen. Die andere Pocket müsste viel weiter hinten sein. Daniel, du divest. Oder warte, Scheiße, der ist da schon. Nein. Entschuldigung. Ich glaub, du verlierst da sehr viele Nights, Captain G. Was los? Ich baue aber Rampe, weißt du, wie du das weißt. Jo. Okay, ich bin bei Gelb drin. Also wir haben gerade alles von Gelb umgebracht. Bleibt ruhig hinten, geht zum TLC zu. Inzwischen ist auch kein Tower bauen, ne? Weißt du was, ich muss da zuerst die Tower. Schau mal, dass wir die Tower links zuerst down kriegen, okay? Haben wir ein Problem. Bei A sind seine Produktionsgebäude dort. Ach, du willst ihn draußen? Ja. Ich glaube, ich bin draußen gekommen. Thank you.
Hast du schon Ballistik? Nee. Das ist eigentlich immer so das Erste, was du machen willst, euer Pocket. Lass die ruhig irgendwas arbeiten, die Pavels. Und die erstmal noch holzen oder so. Ich habe wieder einiges von Gelb umbracht. Ja, dive mir einfach das Town Center. Fuck it, du hast so viele Knights. Mal mein Wilz hier vorne bei dir. Ich wollte dich gerade das gleiche fragen. Ja, ich habe wahrscheinlich meinen Sammelpunkt irgendwie scheiße gesetzt. Achtung, lila Knights. Ja. Okay, die sind jetzt bei mir. Ja, ich habe hier einen Wild verloren. Mhm. Warum haben die keinen Sammelpunkt? Achtung, hier laufen, glaube ich, gleich Crossbows entlang. Ja, Achtung! Daniel! Daniel! Ja, Entschuldigung, musste vorne Micron. Ich bin hier gut, Nerds von Lila down. Oder schickt ihr einfach gerade eins in meine Base? Ja, sehr gut. Daniel, ich komm da helfen. Alter, ich bin so... Okay, der Gegner kommt gleich bei mir rein. Ja, ich meine, weil er von unserer Seite, von daher muss ich da ja reagieren. Der rote ist rot und der gelbe hat eigentlich schon viel. Kannst du hier einen Wall machen? Quick Wall, hier, Deso! Nicht ganz das Haus, was ich mir erhofft habe, aber okay. Jawohl, sehr schön. Oh! Scheiße, ich hab die Karte schon wieder vergessen. Fuck. Egal, Uni und Klosterregeln. Das ist ein guter Punkt, ich soll da schon ein Gebäude bauen, wobei ich ein bisschen brauche. Die Männer sterben. Ist okay, ich kite dafür in Gelben gerade ziemlich. Nice one. Ich habe nur 36 hier. Ich hab auch hochgeklickt. Daniel, Frage, hast du die Knights nicht umgebracht, die restlichen? Ich meine, ich habe alle gekriegt, aber ich bin mir nicht sicher. Na, weil da sind jetzt nur noch ein paar drunter gestanden, der mich jetzt. Denk mal, was wird. Greif mich da. Nee, also die Knights, nee. Also die Camels, was auch immer, da waren doch eingestellt. Ja. Der hat die aufgeteilt. Ich hab nicht kommen hoch, ja. Okay, jetzt werde ich gesandwiched, oder bist du da? Okay, auch hochgeklickt. Ja, ich bin auch schon am Weg. Ja, da verliere ich jetzt ein bisschen was, aber... Danke, Daniel. Jo, kein Ding. Ja, wie gesagt, Rot ist ziemlich draußen. Lass hier durchs Tor durch. Ist geil, wie mein Autoscout hier oben immer noch rumrennt. Oh, Achtung! Daniel? Ich schon wieder, ja. Ach, das ist ja mein offener Tor. Guck mal zu, da. Ich weiß nicht, wo die jetzt gerade hin unterwegs sind. Oh ja, ja, das ist. Hinter uns schon wieder Knights. Okay, da sind sie. Ich komme mit Knights dazu zum Helfen. Und unten baue ich Knights. Nee, ich hätte halt ein paar. Ist jetzt ne? Ja, klar. Also immer schön Bracer zuerst klicken, dann Chemistry und dann... Nein, zuerst Chemistry, wenn du Ressourcen hast.
Besser mal nichts. Wenn du für alles. Also wenn ja, dann also, ist es eine Sekunde. Aber ansonsten ja, es dauert am längsten. Und Aberlist ist letztes. Okay, der ist schon nicht mehr so weit tot. Dankeschön. Ich stell dir jetzt eine Burg hin, ist mir jetzt egal. Burgen geht immer gut. Ich hab über 60 Stück. Aber ich hab vorne leider jetzt alles verloren, aber das. Wir haben ihren Value gebracht. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich bin auch gleich im. So, ich mache jetzt Heavy Camels. Und Fariba ist hier im Moment drin. Ich würde noch kurz gerne warten, eigentlich im Fighten, bis ich plus 4 drin habe. Also können wir noch kurz ein bisschen warten im Fighten. Ich meine, Marimba ist getaggt. Wir können ja nicht viel machen wegen der Burg von dir. Also der, das war da. Achso, da hinten. Oh, also so. Ah, da ist. Gedacht, das sind. Ja, ich bin unterwegs, aber ich. Alles gut, du. Ich habe das hin. Ich habe Castle. Ich habe Inf Upgrades. Wir klumpen hier zu viel, Jungs. Okay, wir können nach vorne gehen. Also ich bring grad Gabe unterm TC alles um. Das heißt, Gabe, ich meine, Gabe ist da hinten. Haben wir gut gemacht, Daniel. Ja, okay, Rot hat sich ganz oben in der Ecke versucht, nochmal aufzubauen. Oh ja, der ist ja komplett weg. Hab ich GG geschrieben? Nochmal schreien. Ah, war nicht mein schönstes Game. Naja, hat doch ganz gut funktioniert, auch wenn meine Eco komplett Schrott ist und alles blöd und ich so viel Idle-Time habe. Ich weiß nicht, Archer kann ich überhaupt nicht Eco machen. Archer braucht keine Eco. Ich habe am Anfang immer viel zu viel auf Nahrung gepackt. Hatte ich immer so 1000 Nahrung zu viel. Das ist echt, weil ich das lasse, ist echt deutlich besser. Kannst du eigentlich ab relativ schnell im Castle 3 Schießanlagen bis 4 Schießanlagen am Laufen halten. Also, habe ich jetzt nur dieses Game, das ist echt gut. Das klassische Metaplay ist eigentlich, sobald du Castle Edge ankommst, machst du eine Uni und Ballistik und wenn du TCs adden willst, dann erst danach. Ah, okay. Ja, ich habe jetzt eins geaddet und dann die Uni und dann das dritte. Okay. Aber ich sag's da. Weil das ist. Ich wollte sagen, an deinem Buch musst du noch üben. Ja, ich weiß. Ich habe halt das. Ich habe halt mit meinen Scouts, glaube ich, ein bisschen habe ich die zu offensiv verwendet und dann konnten die halt bei Anubis nochmal relativ viel clearen. Und dann musste ich halt erst auf Knights warten, dann musste ich zwingend erstmal Knights rausballern wie irre und dann natürlich das den Boom-Delayen. Das war ein Spaß, weil naja, du alles gut. Viel weniger hast als ich. Trotzdem war es nicht gut, weil das dritte TC einfach super, super spät kam. Aber dafür habe ich halt bei dem Pinken. Der hat da hinten ja ein TC gebaut irgendwo und der ist mit 6 Wills rausgegangen. Ich habe sie alle gekillt. Ah, das war plus das TC habe ich, glaube ich, auch noch eingerissen. Also der hat sogar noch das Stein und so weiter dafür verloren. Also es war schon sehr, sehr hart. Nice. Und dann halt bei Gelb nochmal rein drin gewesen mit den Scouts. Orange hat 1533 Elo gehabt. Schlecht. Der hat auch nicht so schlecht gespielt, hätte ich jetzt behauptet. Ne, der hat am Anfang hat er seine Archer echt gut gemicrot, ja. Ja, Rot hat ziemlich viel early on verloren. Am Ende hat er einfach aufgegeben. Hat auch gesehen, es von meiner.
Ja, also wenn ich mit 60 Shevas auf ihn drauf hüpfe und er hat keine Protection von seiner eigenen Pocket, dann ist das sowieso vorbei. Vor allem, wenn du ja mit deinen Arps auch noch hinterher marschierst. Ja, ja, wir haben ja von Lila am Anfang haben wir 3-4 Scouts gehabt. Oder der Mama Scouts war mit drin einmal, aber danach habe ich den nie da gesehen. Weil er bei euch war, ne? Nee, die hatten dann mal versucht, zu mir zu kommen. Da habe ich ein bisschen was abgefangen. Und dann war ich zu aktiv bei ihm zu Hause halt mit meinen Scouts, weißt du, wo ich halt da bei seinem TC gewesen bin. Und dann habe ich halt schon gesehen, okay, er läuft mit seiner Army zurück. Und dann habe ich ihn einfach hinter mir herlaufen lassen, bis zur gelben Basis fast. Und dann wusste ich natürlich, dass vorne bei dir nicht mehr ganz so viel passieren kann. Ja, die waren auch super offen. Wenn du den Lila anguckst, da hätten wir auch einfach reinrennen können. Der war Vault. Ich hatte wirklich ein Arschglück gehabt, dass der genau in dem Moment rausmarschiert ist, wo ich mit meinen Scouts vorbeimarschiert bin. Ja, ich weiß, was du meinst, wo der das TC bauen wollte, der hatte da Walls gehabt, aber jetzt gerade gegen Ende, da war alles offen rum. Ja, wobei also in dem Spielstand dann... Ja. Der Gelbe hat auch eine Delegation an Villagern schon zur Flucht losgeschickt. Die stehen oberhalb von der Base von Lidern. Na, stimmt, ja. Die sind nicht von dem Völker, aber noch ausgelöst. Spielen Migration. Nein, das haben wir echt gut gemacht, Daniel. Ja, guck mal, da bei Gelb, da sind ja nochmal ganz viele Knights von dem Litauer. Aber immerhin hat er 10 plus 5 drauf. Ja, na, der hat bei uns ziemlich viel in den Tod geschickt die ganze Zeit. Er hat versucht, halt relativ viel zu machen bei uns. Ja, und er hat halt zwei oder dreimal hat er, glaube ich, versucht, immer wieder dasselbe TC von Daniel zu raiden. Ja. Hat dazu geführt, dass er mich zu einer Castle dort forst, aber... aber halt jedes Mal wirft er halt da, keine Ahnung, 10 Gold-Units weg für fast nichts. Der eilt nur das TC und hat vielleicht nicht mal mehr einen Will gekriegt, weil wir das ja jedes Mal vorher gesehen hatten, dass der dahin unterwegs war. Also am allerersten Mal, da hast du mir dreimal gepinkt, da war ich am Fighten in der Mitte der Map mit dem Lilan. Da hat er bestimmt 10 Wills gekriegt, aber ich habe zum Schluss 1, 2, 3... 4, 5 Town Center, da ist es egal. Aber Daniel, du magst deinen einen Ritter auch nicht, oder? Mein einen Ritter? Dass du den einfach einmauerst? Beziehungsweise anders gesagt, du lässt ihn in den Mauern spawnen, sodass er nie wieder irgendwo an teilnehmen darf. Ja, der arme Kerl. Das ist ein Gefängnis. Das war mal ein Stallbursche, der sich nicht rechtzeitig nicht vernünftig um die Pferde gekümmert hat. Und als er dann in den Ritterstand erhoben wurde, habe ich ihn... Ich hasse das ja auch, wenn du irgendwelche Militärgebäude irgendwie so an Wald dran baust, weißt du, wo so eine kleine Einbuchtung ist und die spawnen dann da rein. Kann ich euch jetzt mal ausflippen. Der Ritter hätte vorne noch den Unterschied gemacht. Nee, ich habe am Ende irgendwie, keine Ahnung, in der Queue ist noch Sheva zur Hälfte durch, das Panzerungs-Upgrade zur Hälfte durch und einfach willkürlich... Camel, Lightcuff, Ritter, Camel, Lightcuff, alles mögliche reingedrückt. Ja, bei mir lief gerade noch das Offensiv-Upgrade für Paladin, hätte ich jetzt in meiner Ecke warten müssen. Vor allem hätte ich vorher erstmal, glaube ich, Trade sichern müssen, bevor ich anfange, Paladin zu klicken, weil dafür brauchst du nochmal einen Haufen Gold. Ich habe, sehe ich gerade, nur noch einen Second Goldspot und einen vor meiner Basis. Das wird dann schon ziemlich eng, Paladin rauszukriegen. Aber hey, ich hatte dieses Mal schon mal Wilds im Eck für Märkte gehabt. Wieso, deine Archer könnten noch ein, zwei Archer Panzerungs-Upgrades. Die defensive Upgrades vergesse ich immer, weil sie nicht wichtig sind. Ja, yep, shit happens, ehrlich gesagt. Die Briten kriegen ja sowieso nie einen Schuss ab. Wir haben trotzdem gewonnen. So, wir haben unser Black Forest Game gewonnen, Daniel. Da haben meine halber Tiers Böhmen gehabt. Kein offensive Upgrade und ein defensive Upgrade. Und ich glaube. Also. Da habe ich dezent drauf vergessen. Der Äthiopier hat aber... Wir haben schon 16.000 Gold drinnen. So. Der Äthiopier hat aber trotzdem noch...
16 Chevaliere gekillt. Das ist schon ganz ordentlich. Bei Paladin wären es wahrscheinlich nur 5 gewesen oder so. Bist du One TC geblieben? Ne, 3. Du hast. Anubis hat 3 Towns in der. Hm. Du hast auch 3. Kam zum Schluss, ja. Also das zweite habe ich ziemlich schnell gebaut, aber das dritte hat einfach gebraucht. Weil dadurch, dass ich, wie gesagt, mit meinen Scouts so offensiv unterwegs war, hat es uns halt an der Hauptfront gefehlt. Mhm. Und dann haben wir da ziemlich auf den Sack bekommen. Das sah eine Zeit lang auch wirklich verdammt gefährlich aus. Also es hätte auch böse ins Auge gehen können. Und dann haben wir aber irgendwie doch noch so viel Militär rausbringen können. Und dann sind die zu offensiv gegangen, halt, dass die halt zu dir rüber marschiert sind. Und dann ein bisschen was in deinem TC da gewastet haben. Und dann konnten wir da ja ganz gut aufräumen. Und ab da, glaube ich, hatten wir das Spiel ziemlich gut in der Hand. Ihr wart ja sowieso am Pushen. Und dann reicht es ja theoretisch, wenn wir bei uns auf der Seite einfach nur noch halten. Ja. Haben wir gut gemacht. Stellen wir uns auf die Schuhe. ...3800 Militärpunkte hat er sich ja eingeheimste, Herr Desu. Kleiner Streber. Wenn ich's kann. Geht gut. 4100 Punkte hat sich der Streber Ironhide in Wirtschaft eingeholt. Na gut, ich bin halt auch Franke, ne? Was hat das damit zu tun? Naja, dadurch, dass ich das Feld-Upgrade halt einfach for free bekomme, das ist schon stark. Und halt auch das meiste Food und das meiste Gold gesammelt. So, aber für mich war es das dann heute mal. Hat mich gefreut, Leute. Will er uns einfach verlassen? Schön, dass du da warst. Immerhin bin ich auf 1300 Team Game Elo zurück. Bitte. Ja, ich auch. Er hat sogar drüber hinausgeschossen.